möchte ich einfach, dass Sie mal die Frage beantworten. Wir geben 22 Milliarden zum Beispiel für die Ukraine aus. Milliarden kostet es uns, dass wir illegale Migranten im Land versorgen etc. Beantworten Sie die Frage mir und insbesondere auch dem deutschen Volk. Wie kann es sein, dass für deutsche Familien kein Geld da ist und dass das Geld aber an anderer Stelle durch die Ampel mit vollen Händen herausgeschmissen wird?